Habt auch ihr die Diskussion über die Unterbringung von Hunden in geschlossenen Boxen verfolgt, die in den letzten Monaten geführt wird? Ist das wirklich verboten und falls ja, warum? Unser heutiger Beitrag soll euch Fakten zur Verfügung stellen und Denkanstöße geben, mit denen ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Boxen werden nicht nur von Hundehaltern verwendet, sondern auch von Hundetrainern empfohlen. Sie sollen dabei helfen, die Hunde zu erziehen, sie unter Kontrolle zu halten, sie stubenrein zu bekommen oder einfach aufzuräumen bzw. ruhig zu stellen. Häufig wird dabei das Argument verwendet, der Hund fühle sich super wohl in seiner Höhle und in blumigen Worten wird geschildert, wie toll der Hund, ja sogar der Welpe es findet, auch stundenlang, sogar die ganze Nacht darin eingesperrt zu werden. Aber dem ist nicht so. Um Haltern zu erklären, mit welchem Körpergefühl es sich in einer Box lebt, zeige ich Ihnen gern diese von uns gebastelte Kiste. Man kann bequem in ihr stehen oder auch liegen, aber spätestens, wenn ich sie zumache, geschweige denn mit einem Band so verschließe, dass sie von innen nicht geöffnet werden kann, wird es den Leuten mulmig. Der Gedanke, darin Minuten, geschweige denn stundenlang eingesperrt zu werden, gefällt ihnen nicht, löst bei vielen sogar Beklemmungen aus. Ebenso bei Hunden. Nur dass Menschen dann sofort herausgelassen werden, während man Hunden, die Reaktionen von Unwohlsein oder Angst zeigen und unbedingt aus der Box raus wollen, genau das Gegenteil zumutet. Damit sie lernen, nicht renitent zu sein, werden sie so lange darin eingesperrt, bis sie jeden Widerstand aufgegeben haben und still sind. Ungut still. Denn der Hund kann in die sogenannte erlernte Hilflosigkeit fallen oder depressionsähnliche Zustände entwickeln, wenn er begreift, dass er dieser Situation ausgeliefert ist. Besonders schlimm ist dieses Eingesperrtsein auf engstem Raum für die Hunde, die Trennungsangst haben und auf kleinster Fläche eingepfercht ausharren müssen, bis ihre Halter, ebenfalls oft erst nach Stunden, wieder nach Hause kommen. Begründet wird diese Maßnahme damit, dass der Hund dann nichts zerstören und oder in die Wohnung machen kann. Wie sich der Hund dabei fühlt, wenn er zusätzlich zu seiner Angst, verlassen zu werden, auch noch zur Bewegungsunfähigkeit verdammt ist, wird nicht erklärt. Ganz im Gegenteil wird es auch noch von Tierärzten und Hundetrainern völlig unreflektiert empfohlen und das Wort einsperren wird dabei natürlich tunlichst vermieden. Viele Hundehalter und selbst Fachleute wissen gar nicht, dass die Unterbringung eines Hundes in einer Hundebox, wenn sie länger als 20 bis 30 Minuten dauert, rechtlich gar nicht zulässig ist. Nach der Tierschutzhundeverordnung muss zum Beispiel einem Hund mit einer Größe von bis zu 50 cm mindestens eine Fläche von 6 Quadratmetern zur Verfügung stehen, in denen er sich frei bewegen kann. Größeren Hunden entsprechend mehr Fläche. Dieses Grundbedürfnis der Bewegungsfreiheit muss für den Hund auf jeden Fall gewährleistet sein und auch die Möglichkeit, Stand- oder Liegeplätze zu wechseln. Die Box unterschreitet diese Mindestanforderung der Tierschutzhundeverordnung bei weitem und genau darum geht es. Die Zeitspanne von 20 bis 30 Minuten, die der Hund in diesem Bewegungsspielraum eingeschränkt werden darf, wurde übrigens von wissenschaftlich arbeitenden Kynologen definiert. Demnach ist es nicht erlaubt, den Hund aus Bequemlichkeit, als Schutzmaßnahme der Einrichtungsgegenstände oder als Training zur Stubenreinheit in einer Box unterzubringen. Er darf ausdrücklich nicht die ganze Nacht oder viele Stunden des Tages darin eingesperrt sein. Bereits 2016 hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die nächtliche Unterbringung von Welpen, Junghunden oder auch erwachsenen Hunden in Zimmerkäfigen als unzulässig abgelehnt. Ebenso ist es verboten, Hunde bei Ausstellungen oder Turnieren, Besuch von Freunden und so weiter länger als 30 Minuten in einer der Größe des Hundes angemessenen Box unterzubringen, weil die Mindestanforderung an Auslauf und Bewegung laut dieser Tierschutzhundeverordnung eben unterschritten wird. Obwohl die Rechtslage also eindeutig ist, werden viele Hunde gezwungen, in geschlossenen Boxen zu bleiben und manchem Halter erscheint selbst ein mehrstündiger Zeitraum, in dem er den Hund einsperrt, nicht lange zu sein.
Für Hunde können allerdings schon wenige Minuten in bestimmten Situationen zur Überforderung führen. Vor allem dann, wenn sie die Situation nicht kontrollieren können. Muss ein Hund zum Beispiel in der Enge der Box einer Situation standhalten, die ihn normalerweise zu Flucht- oder Abwehrreaktionen veranlassen würde, kann dies Konflikte in ihm auslösen, die entweder zu überschießenden Reaktionen führen, wenn er aus der Box endlich herausgelassen wird, oder zu seelischen Leiden, die sich in Form von einer Reduktion des Spiel- und Explorationsverhaltens bis hin zur Apathie oder zu Stereotypien in der Bewegung zeigen. Auch das Argument, der Hund würde die Box als sicheren Rückzugsort nutzen, da sie einer Höhle gleicht, stimmt so nicht. Studien zeigen, dass verwilderte Haushunde in freier Wildbahn Höhlen weder zum Schlafen noch als Rückzugsort wählen. Neben dem Argument des Rückzugsortes hört man auch immer wieder, dass der Hund gerne nachts in seiner Box schläft und dies keine Einschränkung für ihn darstellt. Aber auch hier zeigen Studien über die Wach- und Schlafphasen von Hunden, dass beispielsweise Tierheimhunde in der Nacht zwischen 8 und 37 Mal ihre Position verändern. Das ist einem Hund, der in einer Box eingesperrt ist, nicht möglich. Er kann nicht durch den Raum laufen, seinen Schlafplatz ändern oder sich während der Wachphasen strecken. Einigen von euch wurde die Unterbringung des Hundes in einer Box vielleicht von einem Nachbarn, Freund oder Hundetrainer empfohlen. Zum Beispiel, weil er Verhaltensprobleme zeigt oder in der Box gesichert werden soll oder weil das Verweilen in der Box als erzieherische Maßnahme angesehen wird, und das ist definitiv verboten. Eine sogenannte Boxenruhe kann ausschließlich dann gerechtfertigt sein, wenn eine Einschränkung der Bewegung aus tiermedizinischen Gründen notwendig ist, zum Beispiel nach einer Operation. Nach Binder et al. Sollte in diesem Fall ein schriftlicher Therapieplan vorliegen, der die Identifizierung des Hundes, Grund und Dauer sowie eine Anleitung zur Durchführung der verordneten Maßnahme enthält. Nun werden sich einige von euch vielleicht fragen, wie das im Auto ist. Darf der Hund in einer Box im Auto gesichert werden oder nicht? Die Antwort: Er darf. Aber auch hier gilt, dass die Verweildauer des Hundes innerhalb der Box dem Bewegungsbedürfnis und dem Drang, sich zu lösen, angepasst sein muss und dass der Hund auch nicht in der Box beliebig lang im Auto zurückgelassen werden darf. Nach Straßenverkehrsordnung wurde in einer Rechtsprechung festgestellt, dass schon ein einstündiges Verweilen in einer Box im abgestellten Pkw nicht zulässig und somit verboten ist. All das gilt für geschlossene Boxen. Wenn ihr zu Hause eine offene Box stehen habt, in die euer Hund freiwillig und gerne reingeht, zum Beispiel um sich zurückzuziehen und auszuruhen, ist das kein Problem. Anders sieht es aber aus, wenn ihr den Hund über ein Dauerkommando dazu zwingen würdet, länger als 30 Minuten in der offenen Box zu bleiben. Das ist wieder verboten. Ich finde es sehr begrüßenswert und längst überfällig, dass das Thema aufgegriffen wurde und für Diskussionen sorgt. Was denkt ihr darüber? Teilt es mit mir und anderen Hundefreunden in den Kommentaren und hinterlasst gern ein Like, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat.